Architektur des Bahnhofs ist kaum bemerkenswert, um es milde auszudrücken. Der Schaffner, der in den Speisewagen stieg, kam durch dieses Tor. Diese Frau hat sich wohl von ihm verabschiedet. Ist das unser Vertreter aus Istanbul? Eine Frau? Mademoiselle Marceau, das ist Tayyip, unser Lokführer. Sind Sie abfahrtbereit? Schon lange. Es liegt nicht an mir. Es sind die Serben. Können wir bei diesem Wetter nach Port durchkommen? Wenn uns eine Lok durchbringen kann, dann diese 460. Ich werde wohl die Verantwortung übernehmen müssen, wenn wir losfahren. Als Vertreterin? Noch dazu eine Frau? Nein, das ist mein Zug, meine Entscheidung. Wir fahren. Wie ist der Wetterbericht vom Stationsvorsteher? Leider nicht gut. Es gibt heftige Schneefälle in den Bergen. Die Pässe zwischen Vinchovi und Bord werden bald zugeschneit sein. Wie viele Passagiere sind hier in Belgrad zugestiegen? Nur einer. Ein griechischer Arzt, glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade den Schaffner des Kurswagens Athen-Paris in den Speisewagen einsteigen sehen. Tatsächlich? Er sollte im Kurswagen Athen-Paris sein. Klaus fehlt eine Seite Speck. Hat er mir schon gesagt. Ich habe ihm die Frachtgutliste gezeigt. Sie war nicht bei der Ladung für Athen-Paris dabei. Das reicht mir schon, Pierre. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Antoinette, du bist in Belgrad. Du kannst diese Gepäcketiketten nicht lesen. Können Sie Serbisch? Ein wenig. Die Frachtgutlisten in Belgrad sind auf Serbisch. Könnten Sie mir ein paar Gepäcketiketten vom Prager Gepäckwagen übersetzen? Ja, natürlich. Das scheint eine Schachtel Golfbälle zu sein. Ich glaube, das ist Toilettenpapier, Mademoiselle. Wie es aussieht, enthält diese Kiste mehr Möhrensaft, als Prag jemals brauchen wird. Slanina, wir haben Klaus Speck gefunden, Mademoiselle Marceau. Bringen Sie ihn bitte zu ihm, damit wir losfahren können. Sofort. Stören Sie ganz und gar nicht. Das Abteil hat genug Platz für zwei Fräulein. Sie haben mir geholfen und ich freue mich sehr über Ihre Gesellschaft. Ich bin christlich erzogen und äußerst wohltätig eingestellt. Freut mich, dann ist ja alles geklärt. Aber ich habe mir schon für das untere Bett entschieden, weil ich Angst vor der Höhe und dem plötzlichen Halten des Zuges habe und nicht mit Brüchen zu meinen Kindern zurückkehren möchte. Das obere Bett geht für mich völlig in Ordnung und ich freue mich schon auf dieses Abenteuer. Und jetzt, Fräulein, entschuldigen Sie mich bitte. Ich gehe auf das WC, wie Sie es nennen. Ich wurde in England erzogen, aber ich bin Französin. Oh, nun, ich wurde in Schweden erzogen und bin auch Schwedin. Sie sagen Toilette, also ich gehe auf die Toilette. Mademoiselle Olsen. Was Sie in den nächsten Minuten Ihres Lebens machen, ist allein Ihre Angelegenheit. Ja, das ist es. Man muss stets Augen und Ohren offen halten. Wenn Sie an der Tür eines beliebigen Abteils lauschen,
Wer weiß, was Sie erfahren werden. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich prinzipiell Ihrer Meinung bin, aber vielleicht sollte ich es versuchen. Bitte vielmals um Entschuldigung, Mademoiselle, aber können wir uns bitte später unterhalten? Die Tür des Kurswagens Athen Paris ist verschlossen. Sehr schön. Sie muss festgeklebt oder auf andere Weise gesichert sein. Fest verriegelt. Diese Tür ist fest verriegelt.